Ich finde einfach super, dass das TKKG-Spiel am 4.5., nee, am 4.7. erschien. Ja, doch, 4. Mir ist es abgestürzt. Okay. Also ich finde schön, dieses Spiel wurde zwar, also es ist herausgekommen am, man hört mich gerade ganz schlecht, oder? Nö. Okay. Es ist herausgekommen am 4.7., aber die CD wurde irgendwie erst einen Tag später gepresst. Ja, und damit willkommen zum neuen, ne, TKKG-Fall, yay. Den ich natürlich hier schön auf CD habe. Also TKKG die Feuerprobe. Immer mehr Schüler fühlen sich im Internat nicht mehr sicher. Was ist dran an den Geschichten um Erpressung und Einschüchterung in der Schule? TKKG ermitteln und bekommen es nicht nur mit einem verwahrlosten Ex-Lehrer und demonstrierenden Tierschützern zu tun, sondern stoßen auch auf selbsternannte Schutzengel, die für Sicherheit auf dem Schulhof sorgen möchten. Der gute Ruf der Schule steht auf dem Spiel. Ich glaube, die Musik ist zu laut, oder? Geht. Also, ich meine, wenn du redest, übertönst du sowieso immer direkt. Also dann wird ja automatisch irgendwie alles im Hintergrund leiser. Ach so. Hilft TKKG, die bösen Machenschaften aufzudecken und den Übeltätern das Handwerk zu legen. Ein neuer Fall für TKKG. Detektiv-Adventure mit vielen bekannten und neuen Charakteren. Ermittle an bekannten Locations wie dem Internat, der Villa Sauerlich oder dem Polizeipräsidium. Naja, wenn man dann nicht wieder Hausverbot bekommt. Entdecke neue Schauplätze wie das alte Wasserwerk, den neuen Exit Room an der Schule und die Türme der alten Stadtmauer. Schlüpfe in die Rolle von Tim, Karl, Klößi und Gabi, um alle Informationen zu sammeln. Gesprochen von den Original-Hörspielsprechern, geeignet für Spieler ab 10 Jahren, ja Mensch. Und es ist übrigens vom selben Entwickler wie das 3-Fragezeichen-Spiel, das heißt, wir dürfen wahrscheinlich wieder haufenweise Gegenstände sammeln. 10 Jahren. Weißt du, was man natürlich zuerst macht? Außerdem fällt mir gerade auf, dass die alle blaue Pullis tragen. Ja, das kommt aus dem Originalbild, wo die noch irgendwie Das haben die doch verschwunden wieder. wo die noch irgendein blaues Zelt getragen haben. Hä? Ach so, das. Ich meine, haben die irgendwie so, die haben auch irgendwie alle zusammen nur Ja. einen Teil getragen. Das hat Hier ja keinen nicht, Sinn guck ergeben. mal, hier Klöße Nee, trägt eher was Dunkelblaues, Gabi ist klar abgegrenzt und Karl hat so Streifen. Und einen Rollkragen natürlich, weil er ist ja ja. ein Streber. Und jemand hat viel hellere Haut bekommen. So, was fällt dir an diesem Bild direkt auf? Klößchen ist Nicht fett nicht genug, fett genug. genau. Du Scheiße, wie blinzelt bin mir. Mal gucken, was vielleicht, wenn man auf Oscar klickt. Ich bin Gabi Oh. Glockner und werde auch die Pfote genannt, weil ich mir von jedem Hund die Pfote geben lasse. Ich mag Tiere furchtbar gern. Mein Favorit bleibt Oscar, mein Cocker Spaniel. Papi ist Kriminalkommissar und Mami besitzt ein Feinkostgeschäft. Ich besuche die gleiche Klasse wie Tim, die 9B. Wir gehen miteinander. Tim macht sich furchtbar schnell Sorgen um mich. Aber schön zu wissen, dass er gleich zur Stelle ist, Tim hat sollte ich voll die wirklich in der Patsche seltsamen sitzen. Augen. Als Detektive ins B sind wir unerschrocken. Dafür hat mein Vater nicht immer Verständnis. Dabei weiß Papi, dass unser Draht zur Polizei schon oft behilflich war, um einen Fall aufzuklären. Ja, das war, glaube ich, nicht die Original, also es hört sich nicht an wie die Originalstimme. Ja, es kann aber sein, dass die ja mittlerweile sowieso anders ist. Nein, ich meinte, also auch in den neuen Ich Folgen. weiß nicht, also, ja, gut, Da das hört weiß die sich auch ein ich. bisschen anders an. Kann aber auch sein, dass ich jetzt einfach nur eine andere Stimme im Kopf habe, weil zuletzt habe ich Folge 40 gehört und da, ja, war das ja noch alles anders. Hi, eigentlich heiße ich Peter Carsten, aber ich nenne mich lieber Tim, nach meinem Großvater Timotheus. Ich gehe in die Klasse 9B des Internats, wo ich mir eine Bude mit Klößchen teile, unser Adlernest. Mein Vater war von Beruf Ingenieur. Leider ist er vor einigen Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Deswegen muss meine Mutter die Schulgebühren alleine aufbringen. Ihr Fachgebiet ist die Lohnbuchhaltung. Ich bin gut in Sport und habe den schwarzen Gürtel im Judo.
Aber an erster Stelle steht meine Freundin Gabi, ist doch klar. Alles andere wäre unfair. Und wenn ich etwas hasse, dann ist es Ungerechtigkeit. Ja, ja. Seit wann hat Klößchen eigentlich blonde Haare? Ja, die waren vorher immer so ein bisschen orange, ne? Ja. Ich finde viel interessanter gerade, dass Tims Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Ich meine, so wie, ne, hier die Eltern von Justus Jonas, aber... Ja, So, dann haben wir jetzt noch, Karl. Hallo, mein Name ist Karl Vierstein. Ich werde auch der Computer genannt, denn ich speichere alles haargenau in meinem Oberstübchen ab. Außerdem bastle ich gerne an Dingen, die für unsere Detektivarbeit nützlich sein könnten. Als Brillenträger überlasse ich körperliche Einsätze unserem Häuptling Tim. Er sitzt in der 9B des Internats direkt neben mir. Ich wohne aber bei meinen Eltern. Mein Vater ist Professor für Mathe und Physik. Naja, der Apfel fällt wohl nicht weit vom Stamm. Also warte, wenn Karl schon den Tim sitzt, von wem will Klößchen denn dann abschreiben? Der sitzt auf der anderen Seite. Stimmt. Ich heiße Willi Sauerlich, Spitzname Klößchen. Schließlich esse ich für mein Leben gern Schokolade. Standpauken überhöre ich. Aber ein wenig wurmt es mich schon, wenn ich bei Verfolgungsjagden passen muss. Erwähnte ich schon, dass mein Vater Schokoladenfabrikant ist? Die Sauerlich-Schokolade ist die beste überhaupt. Mein alter Herr möchte, dass ich eines Tages eine Fabrik übernehme. Na mal sehen. Auf die Dauer wurde es mir in der Villa meiner Eltern zu langweilig. Darum gehe ich aufs Internat und teile mir ein Zimmer mit Tim. Unser Häuptling nimmt meine Leidenschaft für Schokolade wenigstens sportlich. Nein. Eigentlich nicht. Eigentlich wirklich nicht. Eigentlich packen alle immer auf Willi rum. So, dann können wir jetzt... Und eigentlich wäre Willi auch gerne heimlich, so wie Tim. Ja, ja. Ich finde es auch schön, wie die auch schon bei der Vorstellung alle in der immer noch auf Tim eingehen. Tim und Klößchen versammelt. Allerdings heimlich, denn auf dem Internat herrschen strenge Regeln. Raus mit der Sprache, Klößchen. Was liegt so dringend an? Du weißt doch, dass Gabi und ich im Adlernest nichts zu suchen haben. Keine Angst. Ich wollte euch nicht fragen, ob wir eine Vierer-WG aufmachen. Dann wäre ja kein Platz für meine Schokolade. Komm auf den Punkt, Klößchen. Ehe unser Direkt spitz kriegt, dass sich Gabi zu den Jungs geschlichen hat. Wenn man vom Teufel spricht. So zaghaft würde Dr. Freund nicht anklopfen. Das ist er auch nicht, sondern ein neuer Mitschüler, der unsere Hilfe braucht. Komm rein. Das ist Emil Hasenklein. Ich habe ihm bereits verklickert, wer wir sind. Wenn er recht hat, läuft was nicht rund im Internat. Emil? So heißt mein Vater mit Vornamen. Er ist bei der Polizei. Hi. Wie ich Willi sagte, ich habe gehört, dass auf dem Internat Schüler bedrängt oder abgezogen werden. Wenn das stimmt, stecken mich meine Eltern in eine andere Schule. Dabei sind wir gerade erst hergezogen und eigentlich gefällt es mir hier. Eigentlich versprechen wir nie etwas voreilig. Mir ist nichts zu Ohren gekommen. Euch etwa? Nein. Wenn das stimmt, wäre das ungeheuerlich. Und der gute Ruf des Internats in Gefahr. Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Aber wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir uns umhören. Ich könnte wie zufällig übers Gelände schlendern. Dann bleibe ich im Gebäude. Quasi als interner Ermittler, ohne die Pferde scheu zu machen. Wenn jemand zu Schaden kam, müssen wir das melden, oder? Nicht, dass wir alles schlimmer machen. Man hört ja öfter von Problemen an Schulen. Am besten ich frage bei Papi nach. Ganz beiläufig. Und du, Klößchen? Naja, Emil hat mich gebeten, ihn zu begleiten. Wegen einer Sache, die höchste Diskretion erfordert. Also bist du selber betroffen, Emil? Keine Sorge, ich will dich nicht bedrängen. Bei unserem Klößchen bist du in guten Händen. Danke. Kein Wunder, dass euch alle im Internat vertrauen. Oder, wie mein Vater sagen würde, einflussreiche Freunde sind die beste Versicherung. TKKG sehen sich groß an. Emil hat sie für etwas gelobt, das sie sich nicht auf die Fahne geschrieben haben. Doch keine Frage. Es wird Zeit, sich aufzuteilen und zu klären, ob es unter den Schülern tatsächlich kriminelle Machenschaften gibt.
Ja, ist dir was aufgefallen? Ich meine, ist vielleicht ein, aber nein, was war das genau? Na, Ich natürlich sollte mich hatten sie. Oh. ranhalten. Schließlich sind Gabi, Karl und Löschen auch nicht untätig. Ob es Also. im Hauptgebäude tatsächlich Hinweise auf kriminelle Schüler gibt? Also A, Tims Gesicht ist absurd hässlich gewesen. B, die tragen auf diesen Fotos hier natürlich genau dasselbe, was die gerade anhaben. Und Die können auch C, ihre Kleidung nicht ändern, das kann man die doch gar nicht wiedererkennen. ja, ne, die sehen sich ja so ähnlich. Und Karl meinte, er will wie zufällig übers Gelände schlendern, was total dämlich ist, weil er da sowieso Schüler ist. Ja, das habe ich gerade irgendwie auch nicht so richtig verstanden. Ich denke irgendwie so, hä? Wenn irgendwas bei denen auf dem Schulhof im Gange ist, dann ist das jetzt nicht so sehr ein Problem für die, irgendwie, ja, sich da hinzustellen. Als wenn das voll auffallen würde, so, hä, was macht ihr hier? Ja, ich gehe auf die Schule. Ach so. So, wir haben natürlich einen. Oh. Ob jemand von den Lehrern etwas beobachtet hat? Ah, okay. Immerhin muss eine Aufsicht bei Konflikten einschreiten. Ja, wir gehen mal wieder zurück zu Tim. Also anscheinend ist es ähnlich wie bei den drei Fragezeichen. Jeder hat nur so ein paar Screens zur Auswahl, aber hier können wir wieder frei wechseln. Was ist das hier? Ah, okay. Nein, ich möchte nicht nochmal aufnehmen. Und das hier? Aha. Also wenigstens ein Notizbuch. Tims Einsatz. Ein neuer Fall für TKG. Fürs Protokoll. Was liegt als nächstes an? Tim möchte wegen krimineller Schüler im Hauptgebäude ermitteln. Müsste es nicht heißen, möchte wegen kriminellen Schülern im Hauptgebäude ermitteln? Bei dem bin ich mir, bei solchen Sachen bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ich bin mir auch total unsicher, weil irgendwie klingt der Satz so seltsam. Natürlich verlässt er das Adlernest nicht ohne passende Detektivausrüstung. Ah, ja, natürlich. Wir dürfen wieder Dinge einsammeln. Vampirkiller. Warte mal. Ach ja, der Prototyp der Sauerlich-Halloween-Kollektion. Rote Beete mit Knoblauch. Und angeschmolzen. Wenn ich nicht sämtliche Tafeln Schokolade im Adlernest konfisziere, gibt es ohne Kühlung eine Riesensauerei. Ah, okay. Unsere Lupe. Klößchen, was hast du angestellt? Nicht nur, dass am Stiel Schokolade klebt, sie schmeckt auch abartig. Warte, Igitt! hat er die jetzt probiert? Boah. Boah. Ist so, da klebt Schokolade drin. Das schmeckt ja gar nicht. Ich war Klößchen. Set für Fingerabdrücke. Abgeschlossen. Vor allem, Ich sehe versteckt er deine sich. Maus wieder nicht, ne? Ja, ich habe es schon geahnt. Ich meine, ich sehe die ja. Das ist gut. Ah, hier ist er endlich. Oh. Ah, doch, mit Schokolade. Ja, ich habe auf dieses Ding hier unten am Bett geklickt und anscheinend versteckt Tim unter seinem Bett ein Kissen, in dem etwas versteckt ist, was total dumm ist, weil das fällt doch voll auf, wenn da ein Kissen drunter ist. Ja, ich meine, ja, kommt drauf an. Ich sag mal, es gibt ja durchaus, ja, weiß ich nicht, Gebäude oder so, wo es normal ist, dass Bettwäsche zum Teil auch unterm Bett Ach gelagert so, ja, wird. das kann sein. Wobei ich mir jetzt bei den Betten nicht so sicher bin, ob die wirklich so, Das ist ein naja, keine Internat. Ahnung. Gut, dann. Ich klicke mal auf den Kassettenrekorder. Nix. Aber sah Gabis Gesicht eben eigentlich auch so bescheuert aus? Also jetzt rechts auf dem Foto. Nee, das. Also irgendwie alle außer Tim waren ganz gut gemacht. Tim sah halt aus wie geschreddert. Ich meine jetzt auf dem Bild hier gerade. Ja. Das sieht bei dieser Perspektive, also rechts das Bild, ne? Ja, das weiß ich. Ja, der Mund sieht irgendwie Ich weiß, der sieht komisch aus. seltsam aus. Der sieht so verzerrt aus, so breit. Ja. Es sieht sehr seltsam aus. Den Schlüssel wollte Klößchen verstecken. Aha, Klößchen wollte also den Schlüssel zum Fingerabdruckset verstecken. Muss jetzt, also kann Ein ich eigentlich die Notfallhandy. Anzeige von Discord Ich mal hatte es wegmachen? schon vermisst. Ah, Tim hat sein altes Nokia-Handy vergessen. Was war mit Discord? Ja, ich habe wieder unsere Bilder ein bisschen im Weg. Deswegen konnte ich wieder nicht sehen, wie viele Hefte wir noch brauchen. Das sind keine Hefte, das ist die Oder Vampirkiller-Schokolade. was ist? Ah, nee, das ist die Schokolade, okay. Das ist Gut, dann klicken wir doch mal auf den Schreibtisch.